meinst du? Oh. Es wird kalt. Die man wahrscheinlich nicht weiß, wenn man sich noch nie hat tätowieren lassen, ist, dass es natürlich eine Heilphase danach gibt, die teilweise sehr nerven kann. Ist jetzt bei mir eine Woche her, die ersten paar Tage tut es meistens weh, brennt ein bisschen, man muss es viel einschmieren. Und dann kommt man in die Phase, in der ich gerade bin, in der es einfach juckt wie Sau und sich überall pellt. Und es ist erstens sehr hohe Disziplin, sich nicht den Rücken zu zerkratzen dabei. Und zweitens muss ich mir jetzt irgendwie, weil Carina schon arbeiten ist, den Rücken selber einschmieren. Gonna be fun. Und dabei pellt sich die Haut auch einmal komplett. Das heißt, es kommt eine komplette Schicht Haut ab. Und zwar farbige Haut. Und meistens hat man das morgens im Bett liegen. Ist nicht schlimm. Ist im Endeffekt wirklich einfach nur Haut. Aber ist halt weird. Und das Ganze ungefähr 2 Wochen lang, 2 bis 3 Mal täglich. Jetzt irgendwie so viel Sonnenschein in letzter Zeit, dass gerade mit dem ganzen Grau der erste Tag ist, finde ich, der sich so richtig nach November anfühlt. Ich muss mich ein bisschen beeilen, habe gleich direkt ein Meeting zum Tagesstart. Das letzte schon mal erwähnt, es melden sich gerade irgendwie sehr viele Kunden aus alten Zeiten wieder, von früher teilweise, so wie jetzt gerade sogar Kunden aus meiner eigenen Ausbildungszeit. Das sind dann teilweise vielleicht nicht die glorreichsten Jobs und Sachen, die ich nicht mehr selber machen möchte und muss, aber, und das ist das Geile daran, es sind perfekte Projekte, die wir Lisa geben können. Ich habe ja schon mal erwähnt, wir versuchen jetzt im dritten Lehrjahr so viele eigene Projekte wie möglich zu geben, viele Kundenprojekte, die sie dann vollumfänglich bearbeiten soll, einfach auch, um sie ein bisschen auf die Zeit nach der Ausbildung vorzubereiten. Egal, ob sie dann in der Anstellung bleibt oder nicht. Selbstständiges Arbeiten, saumäßig wichtig. Ich hingegen habe, ich habe auch einen selbstständigen Tag. Ich muss meinen gesamten Arbeitstag in weniger Zeit reinpressen. Denn ich muss halt früher aus dem Büro raus. Das heißt, ich habe gar nicht so viel Zeit, aber genauso viel zu tun wie sonst. Don't let it rule you. Kein falsches Versprechen, der Umbau von unserem Transit beginnt heute. Bist du auch so nervös wie ich? Nee. Nein, das war ein Joke, aber schöne Reaktion. Die Böden 1,30 brauchen können. Ich check die Bänder nur so groß. Erinnert ihr euch noch? Als unser alter Transit abgeholt werden sollte und ich es leider verkackt habe mit dem Termin. Das hier ist immer noch unser alter Transit. Er ist immer noch nicht abgeholt worden. Er wird morgen früh abgeholt. Ich gehe jetzt nochmal schnell tanken. Ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt irgendwelche Konsequenzen haben wird, ob wir irgendwie hart nachzahlen müssen, weil wir das Leasing überzogen haben oder irgendwas. I just don't know. Ich werde natürlich auf dem Laufenden halten, damit ihr aus unseren Fehlern lernen könnt. Dankeschön. Alright, damit wäre das Kapitel abgeschlossen. Endlich! Ich hab's geschafft! Joscha nutzt mich manchmal so hardcore, wenn ich da in meinem Auto sitze. Jetzt habe ich endlich mal die Rache bekommen. Ich glaube nur, man hat durch die Spiegelung der Scheibe überhaupt nichts davon mitbekommen. Von daher alles gut gelaufen. Frechheit. Ich fühle mich meiner Freiheit beraubt. Genau. Tschüss. ZuschauerInnen glauben, dein freches Verhalten wäre schlechte Laune den Vlogs gegenüber.
Welches Verhalten? Ja. Hä? So rede ich ganz normal, immer. Frech. Die meinen was? Ich wäre unglücklich. Wahrscheinlich. Ich glaube auf jeden Fall, man muss sich da noch keine Sorgen machen. Nein. Wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass Carina damit nicht klarkäme, würde ich, glaube ich, nicht ihre Reaktion mit in den Rock packen. Ja. Sie ist einfach enorm frech. Ich Ja. Ich bin ja kein Original-Kölner und wir haben heute Besuch aus der Heimat. Meine Mama und Andi sind da. Und wir haben ja tausende von Urkunden gekriegt. Hip wie wir sind, also die beiden auch, gehen wir jetzt Freddy Schilling Burger essen. Ihr nehmt vegane Burger, ne? Ja, natürlich. Einmal mit veganem Hausbetty. Ja. Mit Fleisch. Bei dir? Dankeschön. Vielen Dank. Bitte sehr, wunderbar. Oh, das sieht immer gut aus. Ciao. Ja, aber ich glaube. Ich weiß gar nicht, ob das eine Kette ist, aber so oder so, Freddy Schilling kann man empfehlen. Gute vegane Burger. Schon probiert? Das noch nicht, aber die Pommes sind geil. Richtig lecker. Hat es euch geschmeckt? Ah, lecker. Nächstes Mal würde ich tatsächlich den veganen Burger nächstes nehmen. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Warum nicht heute? Weil mir das meist nicht so schmeckt, aber hier ist richtig lecker. Ich hätte gerne den Chardonnay, bitte. Ich hätte gerne den Früchtetee. Und ich nehme einmal den Tee Rote Winterbohnen. Heißes Wasser mit Rum. Kork heißt es. Man muss dazu wissen, dass in dieser Familie wir die langweiligsten sind. Ist das schon so bestellt? Ein stilles Wasser. Heiß? Aber heiß kostet einen Euro mehr. Wir sehen uns dann Weihnachten. Ich hoffe, dass wir uns noch sehen. Wenn nicht, dann. Ach, die Juden dann ganz. Heimreise wieder. Ciao. Tschüss. Okay, wir gehen jetzt nach Hause. Aber das Wichtigste ist, ich habe die geilen Haferplätzchen von meiner Mama bekommen. Das heißt, mein No-Zucker-Trip ist leider vorbei. Tut mir nicht so, ich wollte sie gar nicht haben, die werden alle mir. Aber jetzt habe ich sie. Die sind so geil, Alter. Was isst du da? Ach, du isst die Plätzchen. Sind da alles Haferplätzchen drin, ne? Ja. Willst du? Ja, schon. Und ist geil. Ja, ist geil. Mega. Ist geil.